So, da sind wir wieder bei SimCity. Der Heli ist Es wieder geht da. weiter. Filmt ein Feuer schon wieder. Ja. Oh, bei Feuerwache ist wieder gelb. Schau mal Ja, es nach. wird die ganze Zeit das gleiche sein. Ja, schau mal, was das steht da beim Ausrufezeichen. Langsame Feuerwehr. Ihre Löschfahrzeuge sind nicht rechtzeitig zum Brand gekommen. Es ist ein Gebäude abgebrannt. Na toll. Planierraube. Zwei verlassene Gebäude. Grundbrand. 3. 2. Immer noch 2. Ich habe es doch gerade kaputt gemacht. Wollte mich verarschen? Ah, jetzt weg. Immer noch 1. Hey, wo denn? 0. Was ist denn das für eine komische Boah, Anzeige, guck mal, bitte? wie viele Autos da. Ich glaube, die Autostraße ist ein bisschen verstopft da sein. Zoom mal ein bisschen ran. Oh, das sieht ja böse Hier ist aus. eine rot, die ist rot. Zoom mal noch mehr ran. Oh. Weil, guck mal, hier ist nur dieser Weg. Ja, ich mach das. Jetzt ist wieder grün. Ja, egal, ich upgrade es mal. Mit mittlerer. Und hier ist gar keine Auslastung, wie es aussieht. Das ist alles blitzegrün. Ja. Blitzegrün. Okay, wir wollten eigentlich Bildung machen jetzt, ne? Oder kannst du noch eine Feuerwehr daran bauen? Oder? Also, Jetzt ich brennt schon meine. wieder das Gebäude, wollen mich verarschen? Ne, das ist ein anderes, Bau oder? doch noch eine Garage ran. Noch eine. Langsam reicht's ja auch mal hier. Einfach daneben, ne? So. Feuerschutz für Nachbarn verfügbar. Das kommt jedes Mal, oder was? Oh, das ist ein großes Haus. Toll. Oh. Zum Verkaufen. Es brennt trotzdem. Ja, schauen wir mal, wie die ausgelastet ist. Ausgelastet der Feuerwehr. Sieht man das? Nee, 11 von 12 gelöschten Bränden pro Tag. Das ist nicht gut, oder? Naja, eine, doch 12 von 12. Oh, das ist abgeschlossen, das Oh, 50.000 erhalten. yay! Boah, ganz viel Kohle, ne? Können Sie auch mal versuchen, die anderen nochmal zu versuchen? Die anderen Aufträge, die du hast. Stellen Sie eine Kultstätte auf. Und ja, 5.000 Bewohner haben wir fast. 4.700. Okay. Kannst du jetzt mal eine Kultstätte aufstellen? Ich dachte, wir machen erstmal die Bildung. Ja, das ist auch. Oh, das Ausrufezeichen. Geh mal. Keine Schulen. Schulen sorge für. Ja, okay, das haben wir schon mal vorgelesen. Dann. Grundschule. Und was ist das andere? Eine öffentliche Bibliothek. Dann bitte mal rauszoomen. Dankeschön. Ich kann das ja ein bisschen hier hinsetzen. Damit die Leute da so ein bisschen. Obwohl hier unten natürlich dieses ganze Zentrum ist. Am besten gleich so in der Nähe von der Feuerwehr, damit die nicht verbrennen, die Schüler. Na, guck mal, da kann man auch ganz viel upgraden, ne? Guck mal hier, Ja. wenn ich. Soll ich hier. Da Oh, musst du aber ganz viel abreißen. da. Ja, da schon viel einbüßen. Vielleicht hier. Ja, guck mal, hier ist viel besser. Ja. Warte mal. Vielleicht kann ich dann da rausgehen. So. Direkt gegenüber von dem Rathaus. Geschlossen, wir stellen noch Lehrer ein, ne? Leute. Unterrichtszeit 6 bis 15. Alter, wie übertrieben. Ja. Wie haben wir von 8:30 Uhr bis 14:30 Uhr? Schulbushaltestelle, Petition zum Bau genehmigt. Ah, jetzt kannst du Haltestellen. Ah, hier, guck mal. Also hier, Ihre Schulbusse halten hier, um jeden Tag die Kinder einzusammeln und zur Schule zu bringen. Ich würde mal sagen, hier oben, ne? Sordle und hier. Ich denke, der Rest ist okay. Ich kann unbegrenzt viele bauen. Einfach so alles voll spammen mit Schulbushaltestellen. Ja. So, was ist das hier? Eine Bibliothek. Wollen wir auch gleich noch eine Bibliothek bauen? Musst du nicht. 10.000.
Ja, guck mal, das ist relativ klein. Machen wir das einfach mal hier hin. Ja. So. Aber jetzt kannst du ja dich mal um das nächste kümmern. Und zwar, Polizei. Verbrechen im Gang. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Wir können ja mal gucken. Nein, wir können ja mal gucken. Nee, oh, hier ist sie. Auf Patrouille. Schau, du kannst sie auch beobachten. Ja. Streife. Gefängniszelle. Obere Etage. Ja, was, Alter? Ich kann. Kannst du eine Fahne und so. Fahne. So. Das kann ich überall hinsetzen? Ah, nee, fast. Ich kann nicht überall hinsetzen. Nee, hier nicht mehr. So, ein bisschen hier so an mehr oder weniger die Hauptstraße. Aber sonst sind die eigentlich gut ausgelastet, oder? Ich hoffe es doch. Ja, 5 von 10 sind gefangen. So, okay, ja. Dann öffentliche Transportmittel. Busse. Ja. Shuttlebus-Depot. Helfen Sie Ihren Sims in der Stadt von A nach B zu kommen. Die Shuttlebusse halten hier für Sims der unteren und mittleren Einkommensschicht. Ah, der hohen, die haben dann Privatjets oder was, mit denen sie durch die Stadt fliegen. Die halten dann nur hier oder was? Ah, nee, das ist das Depot, okay. Ja. Habe ich das hier? Ja, komm, nah bei der Polizei, weil da werden ja die Leute zusammengeschlagen an der Bushaltestelle. Und. Ja. Nicht genug Bushaltestellen. Oh, oh, oh. Ja, dann mache ich halt welche. Meine Güte, ist doch okay. So, hier oben am besten wieder. Park and Ride. Petition zum Bau genehmigt. So, hier. So, am besten hier unten noch eine. Und. Hier und hier. So. Was hast du denn noch? Das nächste. Und hier, so. Und hier. So, das reicht jetzt aber. Weg damit. Ja, das, was dann nach der Bushaltestelle? Katastrophen. Nach der Bushaltestelle. Ja, Parks. Nein, nicht nach der Bushaltestelle. So. Park and Ride. Hier halten die Stadt- und Shuttlebusse für die Sims der unteren und mittleren Einkommensschicht. Die Pendler können hinten parken und dann auf den Bus umsteigen. Erfordert ein Busbahnhof in der Region oder ein Shuttlebus-Depot. Ja. Was bringt also, ja. Kann ich mal machen, kostet ja nicht viel, ne? Bringt das denn überhaupt was? Vielleicht. Durchschnittliche Wartezeit 9 Minuten. Ja, ist doch okay. 10 Minuten. So. Bildung. Bildung ist. Klassenzimmer voll. Eine ihrer Schulen hat ihre volle Kapazität erreicht und kann keine weiteren Sims aufnehmen. Fügen Sie weitere Klassenzimmer hinzu, um die Kapazität zu erhöhen. Ja, komm. 150. Ja. Shuttlebus Depot. Klassenzimmer. Klassenzimmer der obersten Etage. Okay. Okay, dann machen wir da gleich noch eine obere Etage drauf. Ja. Bam. Und am besten noch einen Schulbus. Ah, wo kann ich den machen? Depot. So. Was immer noch? Ja, 550 haben wir jetzt Platz. Oh, obwohl, so viel ist das gar nicht, ne? Es gibt viel größere Schulen. Ja. Hallo? Beruhig dich doch mal. Ja, jetzt kommen weitere hinzu. Ah, okay. Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 5000 liegt. Hast du abgeschlossen? Ja. Krieg ich jetzt Geld dafür? Ah, ja, 5000. Okay, jetzt ist es nicht mehr so viel. Und das hat der da auch zu sagen, eine Kultstätte. Wo macht man denn überhaupt Kultstätten? Bei Parks? Nee, oder? Bei.
Die gab's doch irgendwo auch immer. Nee, bei dem untersten da ja, glaube ich, ja, oder? Spezialisierung. Und dann Kultstätten. Ach, guck mal. Bergbau, ja, das ist aber was anderes. Oha. Ganz hinten, glaube ich. Ja, Kultur. Ist Kultur? Das zweite, das vorletzte. Nicht genehmigt alles. Da musst du gucken, was du dafür brauchst. Das sind Wahrzeichen, Stadien, Attraktionen, Andacht. Hier, Andacht wollte der, ne? Eine Kirche. Ach, guck mal, das kann ich machen. Ja. Mache ich am besten hier oben die. Ha, ja, das wird geil. Willst du nicht was Besseres hinbauen? Da oben. Was denn zum Beispiel? Ja, irgend so ein was Großes, was Tolles. Hey, es gibt auch noch Spezialgebäude, ne? Oh Gott, Elektronik. Ach du Scheiße. Kann man hier eigentlich. Ne, wie sieht aus, könnte man hier so einen Bahnhof? Kann man Bahnhof irgendwie? Egal, keine Ahnung. Erstmal eine Straße. Ein Weg zur Kirche. Mach den doch auch so. Naja, egal. Gut, dann. Was will der hier? Ach, Upgrade. Er wurde jetzt abgegradet oder was? Ich glaube schon. Ich kann aber noch irgendwelche Sachen ranhängen. Ja, mach das doch nicht einfach so. Du musst es. Ja, okay, ist ja okay. Hier, mach irgendwelche verbraucht irgendwie. Ja, egal. Das ist doch. Mach doch nur das, was du jetzt machen wolltest. Ja, da hast du recht. Was will er denn? Ja, eine Kirche. Okay. Aber der Typ, was der wollte, hab ich gewundert. Naja, machen wir die Kirche mal. Stellen Sie eine Kultstätte auf. Hast du abgeschlossen? Yeah. Oder sonst noch irgendwas? Nö, Aufträge habe ich jetzt keine mehr. Doch. Ach so, was will der denn? Sorgen Sie dafür, dass 80 Sims der unteren Einkommensschicht eine Kultstätte besuchen. Für das. Hey, ist das gleiche, oder? Nee. Nach einem Tag 80 Sims. Ja, okay. Ja. Ja, besucht einfach keiner. Wahrscheinlich zu weit weg. Nee, die wissen es vielleicht noch nicht. Die müssen das erstmal erfahren, so mit der Zeit. Okay. Ja, und kannst ja nochmal auf den, was die Leute wollen, gucken. Also, Nachfrage. Hier mal so. Boah, ganz schön viele wollen hier einziehen, ne? Und ein paar wollen jetzt auch schon der hohen Einkommensschicht. Wollen da etwas haben. Ich bin noch nicht böse, dass es keinen Anbieter gab. Ich bin noch böse. Ach so. Ist halt ein bisschen böse, das stört mich jetzt nicht so. Okay, ja, also was will er? Hoher Bedarf Wohngebiete. Ja, Mensch. Nee. Ja, hier so. Was? Ist es nicht möglich, das Gebäude zu verlegen? Zu machen, meine ich. So. Dann natürlich jetzt hier wieder Wohngebiete. Ja. Sehr schön. Ja. Wieso wollen denn bei mir so viele einziehen? Oder nein, die wollen, dass viele einziehen. Verstehe. Die Arbeitgeber wollen das. Ja. So. Run auf Anzüge nach Eröffnung neuer Geschäftsgebäude. Jetzt geht das Ganze ein bisschen nach unten, das ist schön. Hier kann ich auch nochmal schnell. Bei die Straße gleich einfach upgraden. Hier an der Kirche können ein paar wohnen. Ja, so, das ist doch schön. Ja. Eine große Straße ist es jetzt. Nicht mit mittlerer? Ne, eine größere Straße. Ja, eine größere, ja klar.
Okay. Meine schöne Stadt. Unsere schöne Stadt hier. Hast du jetzt schon an alles gedacht eigentlich, ne? Ja, ich kann natürlich noch spezialisieren. Ah, möchten Sie etwas über die Sympathie und die Zufriedenheit der Bürger erfahren? Aber natürlich du. Dies ist Ihre Sympathierate. Das lächelnde Gesicht steht für zufriedene Sims. Öffnen Sie mit einem Mausklick das Feld für die Sympathierate. Ihr Berater verrät Ihnen das aktuell dringlichste Problem. Diese Liste gibt die allgemeine Zufriedenheit in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten an. Klicken Sie auf die Leiste, die Ihnen die Zufriedenheit in den Wohngebieten anzeigt. Sie können jetzt sehen, wie zufrieden die unterschiedlichsten Einkommensschichten mit ihrer Wohnsituation sind. Klicken Sie auf die Leiste, die Ihnen die Zufriedenheit der unteren Einkommensschicht in den Wohngebieten anzeigt. Hier finden Sie spezifische Informationen zu den Sorgen und Nöten ärmerer Sims. Jede Einkommensschicht hat andere Bedürfnisse. Schließen Sie die Zufriedenheitsleiste der unteren Einkommensschicht wieder. Sie können jederzeit zum Feld für die Sympathierate zurückkehren, wenn Sie wissen möchten, womit Ihre Sims zufrieden oder unzufrieden sind. Okay. Schließen Sie mit einem Mausklick das Feld. Ihre Sympathierate ist die beste Möglichkeit, um herauszufinden, wie zufrieden die Bürger mit Ihnen sind. Wenn Sie Ihre Sims bei Laune halten, verdienen Sie sich zusätzliche Module für die Bürgermeistervilla. Alles klar. Die besucht immer noch keiner, oder? Nee. Tja. Entweder ist die Scheiße gebaut, oder Du hast jetzt mal geguckt, ist zu viel Touristen. was für Bedürfnisse die Bewohner haben? Mal sehen, so eine Karte. Ach, was? Ich dreh einfach. Was? Ich drehe ihn einfach auf 400. Ja, das ist eine schlaue Idee auf jeden Fall. So, Bedürfnisse sollen wir jetzt schauen. Hallo? Welcher hat denn die hier? Die Untereinkommensschicht. Wir brauchen Arbeiter. Wir können eine Frachtlieferung gebrauchen. Das Geschäft läuft gut. Was heißt denn das? Achso, die wollen wir. Was wollen die denn jetzt? Gewerbegebietskarte. Ja, was da eben stand. Ein Gewerbe wahrscheinlich. Hey. Mehr Fracht, aber was heißt das denn? Na, mehr Gewerbegebiet, glaube ich. Ja, okay. Ich glaube, es ist einfach scheiße, dass es so bergig ist, ne? So, okay, dann. Upgrade, ich wollte erstmal das hier. Und mach dann. Nee, das bringt's jetzt nicht. Mach dann hier. So ein Little Gebiet. Und dann mache ich an dieses Little Gebiet ein paar Gewerbedinger. Hier kommt keiner hin, gut. Sehr schön. Und denke ein bisschen Wohngebiet schadet auch nicht. Ja. Ich glaube, die ziehen überhaupt dann hier hinten hin, so weit abseits und so nah am Industriegebiet. Naja, da können wir vielleicht mal Parks auch wieder ein paar machen. Hier unten am besten gleich. Ja, Volleyball habe ich noch nicht gemacht, ne? Okay, es bringt doch nicht so übelst viel. So, und was gibt's noch? Ja, hier Tennis haben wir auch noch nicht gemacht. Können wir auch gleich mal hier machen. So. Ja. Wird das Ganze doch ein bisschen aufgewertet. Oh, hier gibt es noch einen neuen Auftrag. Wir müssen Passagiere abweisen, weil wir nicht so viele transportieren können. Könnten Sie eine weitere Garage bauen? Ja, klar. Können Sie, ja. Wir wollen die ganze Nacht eine
wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Blockparty feiern, Mann. Wir werfen vielleicht während der Party noch ein bisschen mehr Müll raus. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Dürfen wir nun unsere Party schmeißen oder nicht? Dieser Auftrag wird auf jeden Fall Müll erzeugen. Ja, mein Gott, dann machen wir Müll. Kann ja abgeschleppt werden, der Müll, ne? Ja, mach ich. So, was wir, das, die wollten ja erstmal ein Upgrade haben. Mehr Busse, wie ich es richtig verstanden habe. Ja, das einzige Upgrade, das es gibt. So. Ja, mal ein paar mehr Busse. Du meinst es mehr, gehen wir mal dahin, unten links. Busdepot. Mehr Shuttlebuslager. Okay. Oh, durchschnittliche Wartezeit 35 Minuten, das geht aber nicht klar. Ja, komm. Okay, noch 5 mehr hinbauen. Oh, weniger. So. Ja, das dürfte erstmal reichen. Wie viele haben die denn jetzt? 15 Shuttlebusse. Ja. Und die wollten dann Müll machen. Das heißt, ich upgrade mal das Müllzeugs. Das Mülldepot. Ja. Das heißt, Garage für Müllwagen. Ja, klar. Sie werden die Straße machen. So. Müllabfülldienst für Nachbarn verfügbar. Und Verbrennung kann ich nicht machen, habe ich zu wenig Geld. Verfügbar einfach nur. Komme ich aber nirgendwo. Doch, da links. Hier? Ja, das ist ja mitten in die. Genau. Genau, Alter, genau. Ne, die haben ja auch noch. Erstmal gut. Müll in Verbrennung. Das heißt, das sollte vielleicht wirklich eine Verbrennung bauen, damit das nicht irgendwann voll ist, ne? Also. Oh. Oh. Was ist denn jetzt los, Alter? Übertreibt halt. Oh, die Autos da. Viele. Ja, okay, ist jetzt nicht so schlimm, ne, dass da ein bisschen Müll rumliegt. Schlimmer, als wenn es brennt, auf jeden Fall. Ja, nicht schlimmer, meine ich. Oha. Ja, okay. So. Verbrennungsanlage. Oh, es ist rot. Geh mal auf das Ausrufezeichen. Nicht genug Müllwagen. Wir haben nicht genug Müllwagen. Fügen Sie Ihrer Halde einen weiteren Müllwagen hinzu. Na, oh nee, da war gerade Abwasser. Ich habe hier eigentlich schon einen hinzugefügt, ne? Können wir sowieso gerade erstmal nicht leisten. Deswegen gucke ich erstmal bei Abwasser. Verstopfte Rohre. Ihre Abwasserendrohre sind überlastet. Installieren Sie ein weiteres Abwasserendrohr. Oh, und du hast den Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Yay. Hier brauche ich hier hin. So. Einfach irgendwo hinkloppen. Jetzt werden die unglücklich. Hast du gesehen? Wo? Die sind gerade so ein bisschen in Bällen und welche unglücklich gewesen. Okay. Boah, die ganzen Autos da. War zum Glück schon zweispurig. Ja, das hat der wohl geschafft. Krieg ich wieder ein bisschen Geld. Ne? 25.000, wäre schön. Bürgermeisterhaus, Petition zum Bau genehmigt. Ja, aber ich würde sagen, der Part ist jetzt langsam zu Ende. Ja. Und was bedeutet das? Das Let's Shortplay ist zu Ende. Ja. Guck mal, das sind so kleine Straßen, die könntest du mal upgraden. Die? Ja, okay. Dann mache ich die mal so hoch, wie es geht. Einfach just for fun. Kannst du, glaube ich, gar nicht. Kann man nur. Ruhe. Okay. Nicht verfügbar. Sonst müsstest du das schon vorher gebaut haben. Oder komplett abreißen. Ja, ja, gut. Dann war es das mit dem Let's Shortplay von SimCity. Man hat ja so gut wie alles gesehen. Aber ein paar mehr Sachen gibt es schon noch, aber ich muss das ganz so ausführlich machen. Ich kann mal schauen hier kurz, wenn man hier das auswählt. Dann könnte ich zum Beispiel hier für. Oh, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig gebaut. Ja. Und hier. Nicht genehmigt. Ölquelle. Okay. Hier, das wäre was? Handelsdepot. Handelsdepot, da könnte man dann. Geländezustall. Was könnte man da machen? Ja, musst du gucken, was steht doch da.
Diese Basiseinheit hilft beim Importieren, Exportieren und Lagern von Ressourcen wie Kohle und Rohöl. Ah, okay. Zusätzliche Handelsdepots ziehen mehr LKWs vom Weltmarkt an. Die Anlage braucht zum Betrieb weder Wasser noch Energie. Und das nächste da? Das wäre Elektronik ist nicht genehmigt. Prozessorfabrik. Dann hier natürlich die Kirchen, das ist glaube ich bekannt, was sie machen. Einfach Leute zum Spirituosen. Spielhalle. Ja. Könntest du machen, was gibt's denn noch? Spielzentrale. Science-Fiction-Casino. Nobles Casino. Ja. Römisches Casino. Und ein elegantes Casino. Ja. 300.000 Simoleons. Ja. So. Also ich habe einfach mal Lust, jetzt hier schnell das zu bauen. Das ist eine Casino. So. Schnell, zack. Casino. Fertig. Ja, sehr schön, würde ich mal sagen. Ja. Dann war's das. Ja, was kann man... Boah, da kann man richtig viel machen, auf jeden Fall. Comedy, was? Was ist denn das? Comedy Club. Lounge. Blackjack-Tische. Okay. Das ist sehr... Da kann man viel machen, wenn man sich so lange beschäftigt damit. Ja. Kannst du nochmal in die Geländeübersicht gehen, also eins da drüber. Also so sieht die Stadt von Weitem aus. Man kann hier ein Großprojekt machen. Ja. Na, das ist aber alles noch nicht genehmigt, das ist ein Flughafen und sowas. Ja. Ja. Dann wäre es hiermit zu Ende. Ja. Und also, ja. Bis irgendwann mal wieder, ne? Bis. Naja, okay, bis zum nächsten Let's Play. Ja, also bis zum nächsten Let's Play. Das nächste Let's Play ist vermutlich Captain Toad Treasure Tracker. Der Toad Amiibo, also die versteckten Pixel Toads. Wenn ich den Toad Amiibo bis dahin schon gekauft habe. Ja. Aber es kann sein, dass es auch nicht so ist, weil der ist irgendwie immer ausverkauft. Oh. Und ja, deswegen könnte es noch ein bisschen dauern, bis es dann quasi dazu kommt. Ja. Zu dem LP. Ja, also dann bis zum nächsten LP und tschüss. Tschüssi.